Fiona Erdmann sieht genauso aus wie der Teppich. Eine bewusste Grünentscheidung natürlich. Ja, natürlich. Auch wenn du die Augen zumachst? Grün. Und auch wenn die Augen offen sind? Grün. Und ganz grün. Wie grün ist dein Leben? Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt, als ich die Einladung für den Clean Tech Award gekriegt habe, wirklich mal selber gefragt. Wie grün bin ich eigentlich? Was tue ich für die Umwelt? Also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, dass ich mir vor einem Dreivierteljahr ein Fahrrad gekauft habe, weil ich der Meinung war, Fiona, du fährst einfach viel zu viele Strecken mit dem Auto. Und wenn du schon kein Elektroauto fährst, dann solltest du vielleicht wenigstens mal einen Beachcruiser anschaffen. Und den habe ich mir jetzt angeschafft. Und jetzt fahre ich mit einem Beachcruiser ohne Gänge durch Berlin. Okay, und hierher bist du wahrscheinlich auch mit diesem mit Elektroauto... Fahrrad. Mit einem Fahrrad bin ich. Hierher bist du mit dem Fahrrad. Natürlich, von Berlin mit dem Fahrrad hier nach Hamburg. Genau. Heute ist ein Abend, wo viele tolle Menschen kommen, Bob Geldof zum Beispiel. Was erwartest du von der Veranstaltung? Also ich erwarte von der Veranstaltung erstmal, dass wir alle den Leuten Respekt zollen, die viel, viel mehr noch tun als wir für die Umwelt. Und ich finde das sehr schön, dass es auch mal einen Award nicht nur für tolle und sexy Schauspieler gibt, sondern auch mal für Leute, die grün denken. Und ja, deswegen freue ich mich einfach auf einen netten Abend mit vielen netten Leuten vor allen Dingen und ja, hoffe, dass wir alle Spaß haben werden heute. Davon gehen wir mal aus. Abschlussfrage, welche Umweltsünden gibt es bei dir zu Hause noch? Sagen wir mal Stand-by-Gerät, das sind die alle an gerade im Augenblick? Mein Mann spielt so gerne Playstation und der mag immer so ungern abbrechen, wenn er online spielt. Und dann muss ich ab und zu mal schimpfen, aber ich bin auch mal nicht mal so. Aber ich glaube, das Schlimmste, was ich mache, ist, dass ich einmal in der Woche eine ganze Haarspray-Flasche verdonner. FCKW lässt, deswegen, ja. So was. Einfach Haare abschneiden und dann, oder? Wahrscheinlich, aber ich meine, ich glaube, wir müssen einfach irgendwo anfangen. Und ich glaube, wenn man nur so mindestens 2, 3 Sachen sich immer jedes Jahr vornimmt, dann ist das schon ein super Schritt, dass man nicht sofort alles auf einmal ändern kann. Das ist glaube ich, allen klar. Ich habe mich jetzt gerade nach atomfreiem Strom erkundigt. Auch das scheint sich ein bisschen schwierig zu gestalten, weil anscheinend viele Leute sagen, es ist atomfrei, aber es ist auch gar nicht. Ah. Die sagen das nur. Also muss man Obacht geben. Dankeschön Obacht. Und bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss.